Was poppen, was poppen? Berlin, was geht ab? Seid ihr gut drauf? Seid ihr gut drauf, Jungs? Schauen wir mal ein bisschen rum, wa? Ja, ich hab übel. Hast du Knast? Ich hab Knast. Hast du Hunger? Ja, Mann. Ich hab euch. Ich nehm schon fast ab. Ach du Scheiße. Ich hab euch mal hier auf den Rucksack geschnallt, weil wir jetzt gerade einen Leim suchen. Ja. Ich rede nicht von dieser diesem Limonadengetränk, sondern diesen Roller, mit dem man rumfährt. Primark. So, Abfahrt. Jungs, ich muss mich hier noch registrieren. Die nehmen mein Visum und bin ich an. Boah, die sind aber fucking scuffed, die Dinger. Ja, aber ich hab halt nur lose in meiner Hosentasche. Aber es funktioniert. Oder kann das... Das ist halt... Gab's schon Kommentare zu meiner Hose? Nee. Wollen wir mal gucken? Jo. Jetzt wird's auf jeden Fall zu wild. Zeig Gött. Zwei? Wie zwei? Was? Hässlich? Ja, sag mal, geht es? Hallo. Fresh. Wild, sick, fresh. Drip, wild. Wilde Hose, geht gar nicht. Oh, ja moin. 12 von 10. Oh, lang nicht mehr gemacht, ey. Hat auch richtig Bock. Okay, Chat. POV. Boah, voll vergessen, wie viel Bock das macht, ey. Boah, meiner hat eine wackelige Steuerung. Ich sag dir, wie es ist. Dann machst du schnell mal lang. Hast du das Tanzring bei dir rausgemacht oder warum ist er so schnell? Wo müssen wir überhaupt lang? Voll auf. Sag mal, da pustet dich allzu doll rein. Pass auf, Mensch. Murat, was machst du denn? Soll ich hier abstellen oder was? Weiß nicht, da sind wir. Ja, lass aufstellen. So, jetzt haben wir euch wieder fixiert wie auf dem Scheiterhaufen. Boah, guck mal, Film, das sieht gut aus. Oha, guck, krass. Ja, die Blick für die Shots, der Boy. Oh, grün. Grüner witzig. So, jetzt haben wir eine Städte. So, okay. Maria, okay, wartest du hier? Dann bringen wir das mit. Gib zu, das wolltest du hören. Ja, schon ein bisschen. Was gibt's denn hier? Wenn du hier sitzt, denkst du, im Minutentakt, hier fährt ein Panzer vorbei oder so. Ja, ist alles so. Alles bebt, es ist laut. So, und dann bist du in Lübeck, so? Ja, und in Lübeck hast du halt... Hast du einen Verbrecher, der bei dem AMG durchdrückt, so? Ja, aber ansonsten... So dreimal am Tag, aber sonst aber ist Lübeck, nice. Lübeck ist so Berlin im Stummmodus, auf Stummgeschaltung. Ja, Mann. Ich könnte nicht wohnen, glaube ich, so. Hier? Ich hab mal überlegt, aber ich bleib lieber in Lübeck, Alter. Ich find's ja auch ganz geil, eigentlich. Ich kenne mich in Berlin leider null aus. Ich find's alles viel zu groß. Ja, also ich finde jetzt zum Beispiel, wenn du es direkt mit Köln vergleichst, es ist ja das Doppelte. Sehr angenehmer, ja. Es ist ja das Doppelte. So also 4 Köln, CD4, bitte. Dadurch, dass der Shit mal geteilt war, hast du halt so viele Mitten, aber irgendwie... Ja. Und in Köln hast du halt ziemlich viel Platz, in Lübeck hast du auch die Zentrale, also Altstadt und so. Aber ja, da geht jetzt nicht viel ab, aber das ist halt... Köln ist noch netter. Natürlich, ist das so. Hammer. Ist das so. Ja, Mann. Du kannst auch Berlin irgendwie schwer mit anderen vergleichen. Ob man das jetzt positiv oder negativ sehen will, kann man machen, wie man will, aber ich finde jetzt... Ich finde mal, Berlin ist kreativer. Weiß ich also nicht. Also die Menschen so, oder so die Stadt. Naja, es ist aber auch so... Ja, die kommen alle mal, wollen so fancy rüber. Ja, genau, es ist so... Wollen alle, ziehen dann diese ganzen Künstlerviertel und wollen dann immer so mit den ganzen Künstlern rumhängen. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt. Es ist so ein bisschen wannabe, habe ich das Gefühl. Frankfurt ist a place to be, kuriert einer wirklich. Frankfurt ist jetzt das letzte Loch. Haben wir rein in die Magen? Haben wir hier kurz rumgucken? So ist es. Warte, mit dem Wasser trinkt er nicht. Aber wir. Ah ja, okay. Kinder, wollen wir gleich ein bisschen shoppen gehen oder was? Oder wollen wir uns erstmal auf eine Wiese, auf eine Flöte fläzen und dann ohne Flöte? Aber boah, den brauchen wir beide draußen. Ich setze mich jetzt nicht in so eine Bude. Ja, ja, safe, aber machen wir heute Abend oder so. Das wäre was für abends, ne? Ja. Vor allem, da können wir auch, glaube ich, den Stream mitnehmen, oder? Der hat den. Hier riecht nach Shisha-Kohlen. Halt echt? Hier riecht halt übel nach Shisha-Kohlen. Ich will nur Hauptschultrompete. Ja, komm. Pratergarten? Haben die so einen. So ein schöner Garten. So echt ein Prater auf Wish einfach. Wiener Prater auf Wish. Oh man. Also ich muss sagen. Ey, ja, ohne Witz, das ist echt eine schöne Corner hier. Ja, deswegen sag ich doch, lass mal hier lange fliegen. Das kann einiges, wirklich. Ja. Kann wirklich einiges. Ich habe bis jetzt so. Was denn? Viele, du bist es nicht mal, Ringo, wirklich. Ich habe viele kritische Blicke schon zu meiner Hose geerntet. Ja. Also, ich weiß noch nicht ganz, wie ich die interpretieren soll. Das würde schon 30 Euro auf der Reeperbahn kosten.
Ja, da stehe ich ja noch. Aber das sind dann gut investierte 30 Euro. Sagst du, das ist cool. Nicht. All inclusive. Naja, doch. Enttäuschungen kriegst du auch günstiger. So, warum trage ich die Kacke jetzt? Ja, indem du einfach bei Henker reinzappst. Twitch Prime ist fucking kostenlos, ja. Brauchst du einen Amazon Prime Account, den kannst du mit deinem Twitch Account linken. Ja. Und schon kannst du monatlich jemanden kostenlos subben. Richtig, richtig. Oh, weißt du, was auch krass wäre? Wenn man Reis so quasi wie im Restaurant selber machen könnte. Da hinten ist der ja. Digga, ich hab letztens Reis gekauft. Ja? Wo? Wie ist die Seite? Hier, das war doch Dings, Reishunger. Ja, ja, genau, das kenn ich auch, ja. Ich hab da ein bisschen recherchiert. Ja? Digga, es gibt ein Coupon. Nein. Da kriegst du 200 Gramm Proben. Ja, gratis Sorten. Zu deiner Bestellung dazu, wenn du einfach Reishenker einlegst. Aber es sind verschiedene Sorten, Reishenker, ja, genau. 8 verschiedene Sorten. Crazy, krass. Imagine. Das ist heftig, Digga. Ich würd's machen. Wow, Alter, wie viel Kram hier ist. Hey, ist ja richtig viel Zeug. Ja, kannst du ein bisschen stöbern, Jonas? Nee. Ich kann halt jetzt nicht einfach reinrennen. Aber nee, alles naja, kann nee, schon. Ich hab schon gefragt, ich durfte hier sogar vloggen. Echt jetzt? Ja, aber ich hab... Willst du jetzt also bei der Hitze? Nee, wir machen das mal. Weil nee, Wetter wird jetzt, ich, mag, ja, ich so. Mag jetzt auch nicht so. Nee, ich mag jetzt auch nicht. Morgen wird es regnen, da können wir uns ja morgen mal... Da hinten ist der Mauerpark. Ja. Da kann man sich gut mal hinsetzen. Da kriegen wir auch noch Kaffee. Ich möchte ein Käffchen. Mega. Vielleicht können wir einen Kaffee trinken gehen. Ja, ist okay. Ich möchte einen Kaffee haben. Kind, schweig. Ah, lass irgendwo auf chillig. Digga, ist aber eigentlich ganz schick hier, ne? Schauen wir mal rüber. Das sieht gar nicht schlecht aus. Ich glaube, irgendwann, ich weiß nicht mal, ob es sonntags oder mittwochs ist, aber das ist hier Markt. Markt! Das haben die ganzen Hipsters hier ihre Läden. Oh! Oha! Aber hier ist ein bisschen Corona. Naja, doch, auf allen anderen Plattformen. Also auf Twitch ist doch geil, Alter. Der hat hingelullert. Wie the nipple. Jawohl. Jetzt müssen wir einfach nur eine nackte Person hier rein, dann habe ich schon ein Problem. Hier haben wir ein paar Skatermäuse da hinten. Ja. Die werden jetzt einfach so gefilmt. Sieht so aus, als würdest du humpeln, alles fit im Schritt. Das ist schwer zu laufen. Man hat mir auch das Stativ. Chat, guck, wer von euch hält der Steine, so richtig for real. Digga, das hält der Steine ist... Das ist richtig geil, oder? Hält der Steine ist mein Freund so. Ich hole das mal zum Einschlafen, Digga, for real. Ehrlich? Ja, safe. Weißt du, was ich immer zum Einschlafen gucke? Pornos. Ja, nein, Dr. Rahim, Bruder. Kennst du Dr. Nee. Rahim? Das ist so ein Chiropraktiker. Ja, doch, ekelhaft, Digga. Das haben wir mal gucken jetzt. Das ist mit dem Hals, so mit dem Ding im Hals. Ja, so. Das ist ein anderer. Nö, ja, ab und zu. Die Porno-Reactions von Tanzabend. Ja, Mann, die waren... Oh, die sind aber geil. Hast du gehört? Die Porn-Reactions von Tanzi. Hast du gehört, mein Freund? Oh, shit. Ja, nee, hat Tanzi mir erzählt, hat damit geworben. Mach's einfach. Oh, ein S! Joker! Joker ist doch kein S! Break, Verarscher! Wann kommt das WWW-Video? Migi sagte mir in 3 Wochen, deswegen, ich weiß nicht. Es sind ja 2 Videos, wir haben 2 Videos aufgenommen. Jona, wie alt bist du nochmal? 20. Echt? Ich dachte 21. Nee, ich bin 20. Wann hast du? Älter als Jona. Aber du hast Silvester ja Geburtstag, ne? Ich bin schöner als Jona. Ja, schlimm ist, ich bin gerade der Älteste in der Runde. Ja. Du sitzt eigentlich gerade, wir sitzen im Mauerpark. Boah. Und live werden wir gesniped. Und das ist Jonas Stil echt. Digga, dein Drip, also wenn man das hier oben so abschneidet, so, Digga, das ist einfach iconic. Da geht nichts drüber. Ruf da mal an bei der Nummer. Also das ist kein Scam, ruf da mal wirklich an, das ist ziemlich also nice. Da kostet nichts, so alles gut. So. Das ist einfach ein nicer Joke. So. Ich wollte das jetzt nicht unten in die Technik rein. Nee, eben, das ist der Punkt. Jungs, ich weiß immer noch nicht, wie ich Nürnberg finde, weil ich nicht da war. Ich fahre so viel nach Nürnberg, ja, heute. Das ist über die Autobahn. Ich fahre das mal, glaube ich. Okay. Ich bin hart reingesippt, zusammen mit Bullshit TV. Oha. Gibt's die noch? Ja. Ewig nicht gesehen. Anscheinend. Ich studiere auch nicht. Was, aber irgendwie... Guck mal, die Ecke hat wirklich was, das muss man sagen. Berliner Grand Canyon. Das ist wirklich nicht schlecht, tatsächlich, an Berlin. Nudelhaus, Bürgermeister, Windburger, Burrito Company. Burrito Company ist auch Ehre. Orientec, Tonis, Vietnamese in der Huttenstraße. An den, der nach Spots gefragt hat. Easy. Hä? Nee, hier hat einer Chat so was Food Spots gefragt. Ich hatte keine Ahnung. Nee, in Berlin. Warum denn in Köln? Nee, aber es gibt auch hier eine Burrito Company, gibt's ja auch. Und die ist nice. Da war ich auch schon mit Kevman. Aber ich finde die in. Nee, warte, wie hieß denn das in. In Köln, da gab es doch mehrere. Burrito Rico gab es da? Burrito Rico, ja, da waren wir doch. Da waren wir, den fand ich am geilsten. Dann gab es doch Burrito Factory, gab es glaube ich auch. Ja, die fand ich dann so. Company. Eben, Burrito Company. Wohin gehen wir eigentlich? Wir gehen einfach so ein bisschen. Na, ich glaube, das ist da vorne ist eine Grundschule, die wollte ich euch gerne zeigen. Es gab einen ganz alten YouTuber, der hieß Table Tennis Game, das war so ein Let's Player. Okay.
Und den haben wir alle mal Titte genannt, das war sein Spitzname. Richtig geil. Sehr, der hat irgendwie auch einen Webvideopreis gewonnen, so ich weiß. Ein nicer Spitzname. Titte ist ein richtig cooler Spitzname. Ja. Ich habe auch einen Dude im Chat, der streamt selber, der streamt so, wenn er LKW fährt. Mhm. Der ist Mr. Wodka Titten. Dass der noch nicht gebannt wurde, ist ein Knaller für den Namen. Mr. Wodka Titten. Mr. Wodka Titten heißt er. Okay. Und ich nehme ihn auch immer. Frau heißt. Mrs. Wodka Titten im Chat. Gut, dass und da. der Knaller darin auch ist einfach, dass ich ihn immer Woddy oder Titte nenne. Das ist geil. Titte ist auch ein witziger Spitzname. So. Sehr geil. Ja, es hört sich manchmal komisch an. Ich würde meinen Hund jetzt auch nicht so nennen, unbedingt. Okay. Ja, ja. Stell dir mal vor, ein Hund läuft und du rufst dir die halbe Nachbarschaft. Ja, ich würde den aber auch nicht Adolf oder sowas nennen. Ne? Ich wäre echt vorsichtig bei so einem Hund. Oder, ja. Da darf man nicht übertreiben. Ich würde ihn so Uwe oder so nennen. So. Ja? Ich würde meinen Murat nennen. Ja, Lachkek. Du kleiner Köpek, kleiner Joke. Das kannst du auch erklären. Ich weiß jetzt schon, was im Chat passiert. Ich weiß jetzt schon, was im Chat passiert. Ist so klar. Nee, hier diese Emotes. Ach so, das kommt der. Nee, das also ist doch Kinder. Ein Moin. Das ist ein Baby so. Geil. Ja, du kannst so Twitch Newcomer kannst du so richtig damit faszinieren. So mit Chat-Dynamik. Ja, das ist cool. Hast du Leuten schon erzählt, dass wir uns heute im Bett teilen? Ich teile mit Jona im Bett, ja. So, jetzt ist es raus. Der Bengel wird rüberkriechen, Alter. Das wird einfach absolut radikal. Werde ich so durch die Bude schallern? Hä? Oh, Digga, was ist das? Ja, das ist 90 cm. Eigentlich war angesagt, dass Jona gar nicht mitkommt. So, und dann habe ich Jona davon erzählt und dann hat Jona gesagt, ja, Digga, ich komm mit. Ich habe auch nicht gefragt oder so. Ich weiß, unsere Wohnung ist wirklich. Dann hat Jona gehört, dass er mit Henke in einem Bett schlafen kann. Und dann war er erst recht drin. Unsere Wohnung ist einfach wirklich sehr gleich aufgeteilt, finde ich super. Jona und Henke haben ein 1,40 Bett und einen kleinen Kleiderschrank. Maria und ich haben ein Master Bedroom mit begehbaren Kleiderschrank. Ja, das zeigen wir später, würde ich sagen. Oder morgen. Oder so. Sabine Host. Oh, Sabine hat groß. Ich küsse ihre Augen. Freunde, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir hören uns. Alle nochmal rein. Rein. Tschüssi. Tschüss. Ciao, ciao. Und dann. Tschö. Mom, noch nicht aus. So. Ja. So, zack. Gut. Und jetzt mach ich.